Eigentlich können wir auch gleich, weil wir gerade eben über Twitch-Clips geredet haben. Wir stehen wieder zu zweit. Einer geduckt, einer steht. Ach, Junge, wirklich, mein GX ist im Moment so am Trollen. Real Talk, wir gucken uns jetzt auch einfach ganz kurz die Gang und Friends an, weil das auch gerade ganz frisch rausgekommen ist. Und dann seht ihr, was ich meine mit, wie man es gut machen kann mit Twitch-Clips. Nämlich so. So, das ist auf jeden Fall das Ding. Jo, Sherry, hast du auch rein? Gute Nacht. So. Hey, Digi. Wirklich, also, mein GX ist so eklig am Trollen, aber ich bin auch einfach zu faul, mir einen neuen Browser zu suchen. Das ist halt echt einfach schlimm. So, wir stehen wieder zu zweit. Einer geduckt, einer. Boah, das ist gut laut. Oh! No way! No way! Junge, Timid macht schon wieder Timid-Dinge, klar. Das war so geil. What the fuck? So cute. Ah! Ich seh nichts! Ich seh nichts. Da kommt ganz gut Batman aus dem Wie so ein Monster oder so. Ich kann einfach nicht mehr, diese Scheiße hier, das bricht mich einfach. Juhu! Yeah! Juhu! Juhu! Was bin ich hörend? Ist zwar auch alles mies out of context, aber irgendwie jetzt still do we work und so. Imagine, ich sag euch jetzt so, yo, keine Ahnung, das ist hier richtig krasses Play und dann ist die Folge einfach irgendwie so mit und ihr denkt euch alle so, hä? Aber, mal gucken. Warte mal gerade. Naja, nevermind. Ich dachte ganz kurz, er hätte einfach bei den Shots an ihr vorbei den Kollegen erwischt. Nein. No. Okay, das ist halt einfach hardcore fresh. Hör auf, die Gegner zu mobben, das ist einfach. You can go away, man. Get weapons, guys. Okay, das war schon wirklich gedacht. Hallo, Crunchy. Was ist denn? Lol. Was soll denn nochmal ist das für ein Game, hä? Nur angucken. Ich hab Angst, ich will es nicht. Du sollst uns doch nur angucken. Nein, ihr lasst mich nicht los. Nein, aber guck mal zu. Ihr seid sehr süß, ihr seid sehr süß. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Das war gar nicht so gut gelaufen. Ich muss nicht mitmachen. Er tut Dona, er tut Gnu. Sollen wir auch mal irgendwann so eine Streamer-Tierlist machen? Ich weiß es nicht. Ja, Ja, okay. Boah, war das gerade. Wobei, nee, das war tatsächlich die Wohnungstierlist, ne? Aber auch allgemein so Streamer-Tierlist. Ich habe heute auch nochmal ein Video mit Streamer-Tierlist gesehen und habe mir so gedacht, ja, ist wild. Aber ich glaube, mein Problem wäre, dass ich halt auch straight up einfach bei allen Leuten sagen würde, yo, schaue ich eigentlich nicht. Also ja, nee, eigentlich ist Quatsch. Actually, das ergibt sogar überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir das gerade mal so überlege. Weil ich gucke so wenig Twitch, dass es einfach Quatsch ist. Jendis? Was ist gerade ein Jen? Haben wir hier gerade einen Loki Jendis mitbekommen? So, sie geht so die Liste durch und dann so, das kann doch nicht sein, dass Gnu und Dona in Hölle sind und dann, ah, Jen, ja, okay. Oh. Da ist noch eine Falle. Das wäre jetzt sehr ungünstig gewesen. Ja. Ich kann nicht mehr, Leute. Wenn man versucht, mit den Monsterjägern zusammen irgendwo Hello. Halbwegs produktiv unterwegs zu sein. Hallo! Ah! Entschuldigung. Ups. Was geht? Hallo! Wie geht's dir? Sorry. Alles gut. Oh nein! Habt ihr das gesehen? Alter, ich meine. Wenn er so über seinen Rücken rüber geht und so leicht seinen Schwanz so runter macht, dann legt er sich immer hin. Das ist ein Geheimnis. Warte, was? Hey, okay, hey, Captain! Hallo, toll! Okay. Nee! Wir haben auch alle so eine Sekunde gebraucht haben und sich dann so gedacht haben: Ja, definitiv, ich stecke jetzt alle Pikachu, mit an. Du bist ja mit jung.
No joke. Abgesehen davon, wie Matteo im Internet zu anderen Leuten ist, durfte ich ihn jetzt auch kennenlernen. Und ich muss sagen, Matteo ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Ich habe mich echt gut mit ihm verstanden. Ich würde ihn trotzdem auf Katastrophe nach einem Tag ausziehen. Und Tim Hodus. Tim Hodus kann ich mir auf jeden Fall auch hier oben vorstellen. Oh, ist wirklich meiner Meinung nach einer der nettesten Menschen, die ich auf Twitch kennengelernt habe. Deswegen würde ich kein Problem haben, mit ihm zusammenzuwohnen. Kommt. Da merkt man dann natürlich auch, wer den Spaß gecuttet hat. Frech. Also gut, außer die anderen Leute wurden halt einfach so ohne Kommentar eingeordnet. I don't know. Oh, lol. Da wird schon wieder frech gechillt. Ein paar Sekunden später. Market Peak. Schön. Ich bin schon am Schießen. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Franzi hat keinen Bock mit dir zu spielen. Deswegen werden wir dann zu zweit nur. Also nur du und ich. Ich freue mich aber drauf. Bis später. Ciao. Der Arsch. Seht ihr, man muss einfach nur immer schnell reagieren können. Da wollte ich mal bei der Rücken rein. Okay. One hour. Last player standing. Ja, guys. Good pulling them in. One enemy remaining. Und wir runter. Junge, was machen die denn da? Das sind einfach alles Deutsche. Die haben sich einfach kurz in eine Schlange gestellt, wo eine war, und sich gedacht, ja, ich muss kurz warten, bis ich dran bin mit meinem Headshot. One enemy remaining. Huh? Was machen die denn da? He's not sticking it, right? No. Never, never. Yes, Brady, off, yes, off. Why should he defuse if he hit him? Nobody would defuse if he hit him. My brain is so big, guys, it's exploding. Lauf auch 10 auf 10. Ich finde den Verlauf auch 10 out of 10. Ey, ganz ehrlich, wenn dir das mehr Confidence gibt, dass ich dir das in der Stimme sage, ich finde, du siehst fucking heiß aus. Kannst du sagen, dass ich stolz auf mich? Kann das jemand klippen? Ich bin stolz auf dich. Ja! Einmal für den Chat, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. So. Schön, Mario. Real Talk, ich glaube, Bart könnte halt echt so, weiß ich nicht, so diese ASMR-Category von wegen, ich erzähle Leuten, wie krass sie sind. Machen so, und also ich bin mir sicher, weiß ich nicht, er würde massiv ungefragt Fußbilder geschickt bekommen oder so, keine Ahnung. Hm. Oh Gott, das klingt. Das klang gerade irgendwie nicht geil. Nein. Kopfhörer ist in die Mayo gefallen. Nein. Lecker. Mein Kopfhörer ist in die Mayo gefallen. Oh mein Gott, er ist kaputt. Er ist wirklich kaputt. Du kannst doch keinem erzählen, ach ja, meine Kopfhörer sind kaputt, weil, die sind in Mayo gefallen. Wenn eure Beziehungspartner keinen Käsekuchen okay, weiß ich nicht. Nutzt sie aus. Lass dich von mir verführen. Ich will ab. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Call an der Stelle von Mango, ne? Das ist eigentlich absolut broken. Wenn Leute keinen Käsekuchen möchten, dann kriegt man ja selber mehr Käsekuchen. Das sind die Strats, sag ich, wie es ist. Okay, das ist auch wild, wenn die einfach... Hä, warte mal. Eine Sache verstehe ich aber nicht. Wenn die alle halbe Jahr auseinanderfallen, warum kauft man sich dann alle halbe Jahr neue? Also ich meine, dann würde ich eher sagen, ich kaufe mir die deswegen nicht mehr. Aber vielleicht klingen sie halt auch einfach sehr gut. Keine Ahnung. Abgehen. Abgehen. Ich möchte abgehen. Ich will abgehen. Ich will abgehen. Jetzt dreh den Bass auf. Und zwar so richtig laut. Bis er ihn so umhaut. Es gibt einen Scheiß drauf! Ich will nicht schlafen gehen! Ich will nicht verstehen! Oh, mir wurde schwindelig. Irgendwann später. Was für ein Fiebertraum ist dieser Clip, bitte, hä? Was ist überhaupt für ein Text? Ich will den Rhythmus spüren und dich gleich mitverführen. Ich will nicht schlafen gehen. Ich will dich nicht verstehen. Du musst den Rhythmus spüren. Lass dich von mir verführen. Ich will abgehen. Oh mein Gott! To be fair, es klingt halt actually so, als hätte das irgendjemand auf Sirius rausgebracht. Ich möchte abgehen. Jetzt müsst ihr den
richtigen Druckpunkt erwischen. Oh nein, nicht schon wieder Mazzard Food Hacks. Halt dein Maul. Oh nein. Ja. Die ganze Sache spaltet sich, ja? Es wird noch besser. Passt auf. Man kann das hier abperlen. Hi. Öfters hier? Das wäre so ein klassischer Stop it, get some help Moment. Ja, und jetzt? Ja, was ist diese Folge für ein Fiebertraum? What the fuck, man? Ja, was macht das, wenn es fertig ist? Was sehen wir hier am Sehen? Und ja, man könnte auch einfach abbeißen, aber das wäre ja zu einfach. Hä? Jetzt mal ohne Scheiß, also diese Folge ist ja so ein Fiebertraum. Wir haben erst Matteo mit seinem wilden, keine Ahnung, was zur Hölle nochmal das ist. Dann die Food Hacks und dann einfach, yo, Blinzeln ist für Anfänger. Okay, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass mit dem Blinzeln ist halt auch einfach so ein Ding, was ich gemerkt habe, richtig krass mit Kovacs. So, wenn du so eine Minute 25 irgend so ein Szenario hast, wo du nicht mal ganz kurz blinzeln kannst, weil du eigentlich permanent irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel gerade irgendwas am Tracken bist oder so, da habe ich das teilweise auch, dass ich hinterher erst merke, Junge, du musst mal wieder blinzeln gehen. Das ist genau das wie der Ventilator, nur mit nicht blinzeln sozusagen. Yo, 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 ich bin's, Edo Fresh. Freunde. Okay, warte mal. Das ist actually einfach. Also wenn Edo einen Clip des Monats hat, dann ist das bitte der Edo-Clip des Monats. Like what? Das ist ja übel gut, hä? Yo, ich bin's, Edo Fresh. Freunde, es wird ernst hier. Die chillt ja irgendwo. Das ist viel zu gut, what the fuck, Mann. Direkt vor mir, du siehst sie die ganze Zeit. Ist markiert, ich block sie, sie kann sich nicht wegbewegen. Ich hätte sie so gut knifen können, ne? Das finde ich ist halt so geil. Edo Fresh ist ein Zweitkanal, okay, finde ich gut. Das ist das Geilste, was wir in Valorant implementiert haben. Das Rank-System ergibt so viel Sinn und ist so belohnend, weil du kannst ein Game verlieren. Wenn er darauf jetzt auch noch Mucke machen würde, so, dann wäre absolute Welt. Weiß ich nicht, ist Edo so ein lyrischer Meister? Bieren, overperformen. Hat er überhaupt einen Zweitkanal? Keine Ahnung, also ich... Nein, da sind wir wieder bei dem, ich gucke keine Menschen, ich halt legit keine Ahnung, wer was wie wo zugange ist. So. Du kriegst trotzdem nur minus 9 HR, weil er dir sagt, ey, du warst gut. Das ist halt... Das verträum ich. Da ist Alessandra, Mann! Ich die Fische verkaufe. Ihr okay, redet ich hab den Clip gerade nicht gerafft. Angeln, während das Leben eines Patienten auf dem Spiel steht. Keine Sorge, ich werde sie retten. Ich werde hier ganz vorsichtig landen. Ich kann mir jetzt was anderes Cooles kaufen. Perfekt. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Genauso wie geplant. Ich meine, diese Talente, die ich bei mir entdecke, ist krass. Außer Make-up Bellum. Make-up Bellum. Gut, kann ich nicht judgen, aber... Hast du es gesehen, Jan? Okay, what the fuck? Jump mit Rechtsweg, oder? Ja, aber im Jumpen, im Bunny Hoppen. Beim Bunny Hoppen, jo. Wie war das nochmal mit so Tactical Shooter? Ach, keine Ahnung. Ach komm, deine Mom.shop. Halt dein Maul. Löschen, Alter. Also wir das jetzt auch noch mit in die Blacklist nehmen müssen. Also wirklich, irgendwann reicht's auch mit euren komischen Shop-Scheiß, Alter. Ich krieg zu viel. Da, Spam-Filters. Hä, warte mal. Ah, okay. So, Punkt, Job. Safe. Und jed und jed. Ich hab fast einen Ace gemacht. Ja, also, warte. Das mit den Followers beim Eumeln ist quasi das hier. Hi. Öfters hier? Ja. Maximal penetriert, dass wir wieder einen Musikstream... Nice. Nein, so weit ist das. Ey, so stark. Warte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit vorgeskippt. Okay, what the fuck? Jump mit Rechtsweg, oder? What the fuck, ja, aber im Jumpen, im Bunny Hoppen. Beim Bunny Hoppen, jo. One enemy remaining.
Warte mal, der war aber auch nasty, Junge. What the fuck? Ich hab fast einen Ace gemacht. Das ist richtig Pain. Das ist echt Bart, Pain. Ich wurde heute schon maximal penetriert, dass wir wieder einen Musikstream... Nice. Nein, so weit ist das... Ey, so startet man richtig in den Tag, Tim. Alles gut. Das, nee. Hörst du es mal, Luna? Sorry, ich muss ein bisschen lachen, weil... Habt ihr gesehen, wie sie sich bewegen? Ich finde es schon witzig. Okay. Ups, das war Orchard, scheiße. Der Bambusler. Jawohl, AC. Wieder Flug. Was ist denn Luft? Bin hinter dir. Was hast du? Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, so dieser Shorty in Dingens, in, ach Mann, Junge, wie heißt das Game? Dem Schorsch mit Autos und Bällen, ja? Ist, glaube ich, so ein ähnliches Arc wie das Mazzard Vello Arc. So, du siehst erst so ein halbes Jahr lang Int-Clips und danach ist sie halt einfach, weiß ich nicht, Grand Ober Gigamaster oder wie der Bums da heißt, so. Oh. Der wird jetzt fallen. Ich bin für so ein random Clip ist das halt auch einfach schon wieder gut. Der wird jetzt fallen. Warte. Ich hab meine Tüte. Wir fangen ihn auf. Sicher. Wie teuer sind die Kameras? Ein paar tausend. Okay. Hast du, oder? Ein Bowser an meinem Ende. Hä, warte mal, einfach Kung-Fu-Meister, what the fuck? Holy shit, Alter. Auch einfach so, also, wie jeder der Anwesenden so drauf wartet, dass so die Realität realisiert, dass, warte mal, ich muss ja jetzt umfallen, so. Es passiert aber nicht. Wenn Bowser an meinem Ass klebt, dann geht's mir gut. Ah, ja. Also, okay, aber, also auch wenn, ich finde, so der Anfang von der Folge war so eher mit, aber sonst, glaube ich, habt ihr jetzt meinen Punkt auf jeden Fall verstanden mit, so, man geht daher, ich weiß gut, also ich glaube, er lädt wahrscheinlich eher nur so alle 2 Wochen oder so mal hoch, ne? Ah, wobei, nee, das ist actually jede Woche. So, roughly. Und ich finde, wenn du jede Woche schaffst, daherzukommen und halt absolut wilden Shit rauszuhauen, so, aus nur deiner eigenen Bubble, dann ist es halt übel strong im Vergleich zu, yo, ich habe ganz Twitch Deutschland zur Verfügung und mach dann halt so, weiß ich nicht, mittelmäßigen Stuff irgendwie und ab und an ist mal ein lustiger Clip dabei, so. Also, die tun schon einfach Dinge.